Hallo, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie recht herzlich auch dieses Jahr wieder zum Handelsforum des IFO-Branchendialogs. Mein Name ist Cornelia Geißler. Ich leite hier am IFO die Kommunikation und ich werde Sie durch diese Session begleiten. Unser übergeordnetes Thema, das hatten wir eben auch schon bei der Industrie gesehen, ist die Nachhaltigkeit. Das ist ja im Prinzip das Transformationsthema für diverse Industrien und Branchen neben der Digitalisierung. Und wir gucken uns heute insbesondere den Lebensmitteleinzelhandel an und genauer gesagt seine Lieferkette und fragen uns, wie kann man die Lieferkette im Lebensmitteleinzelhandel nachhaltiger gestalten? Das ist ein wichtiges Thema, denn jeder von uns kauft täglich Essen ein und der Einzelhandel bei Lebensmitteln nimmt bei dieser Transformation eine ganz zentrale Stellung ein. Er kann das Einkaufsverhalten natürlich durch sein Sortiment beeinflussen. Und andererseits kann er die Forderungen der Verbraucher weitergeben an die anderen Elemente der Lieferkette. Und er kann natürlich auch dafür sorgen, dass er selbst Verantwortung für seine eigene Lieferkette übernimmt. Als kurzen Einstieg und vielleicht auch als Überbau für die Diskussion würde ich nun Frau Theresa Seitz bitten, uns einen Überblick über die aktuelle Lage im Handel zu geben. Frau Seitz ist Fachreferentin am Zentrum für Makroökonomik und Befragungen hier am IFO-Institut und ist gleichzeitig auch Expertin für den Handel und für Dienstleistungen. Frau Seitz, die Bühne ist Ihre. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zum Handelsforum. Ich möchte Ihnen nun einen konjunkturellen Überblick für den Handel geben. Nun erstmal zur konjunkturellen Entwicklung im Groß- und Einzelhandel. Im Rahmen der IFO-Konjunkturumfrage werden monatlich 9.000 Teilnehmende befragt, unter anderem zu den Geschäftserwartungen, das ist hier die graue Linie, und zur Geschäftslage, das ist hier die blaue Linie. Daraus wird dann das IFO-Geschäftsklima berechnet. Hier im Großhandel zeigt sich ein Einschnitt im März und April des vergangenen Jahres zu Beginn der Corona-Pandemie. Seither erholten sich die Wirtschaftsindikatoren bis einschließlich Juli 2021 und schwächten sich nun ab. Gründe hierfür sind die Probleme auf den Beschaffungsmärkten, aber auch die Unsicherheit über den weiteren Pandemieverlauf. Hier ist der nominale Umsatz im Großhandel dargestellt von Januar bis August 2021. Dafür wurden die Mittelwerte der Änderungsraten berechnet. Hier ist nun der Vergleich zu sehen zur entsprechenden Vorjahres- und Vorvorjahresperiode. Der Produktionsverbindungshandel ist der Großhandel mit Rohstoffen, Maschinen und Halbwaren, der Konsumptionsverbindungshandel, der Handel mit Konsumgütern. Ich möchte hier auf die Wachstumsrate im Produktionsverbindungshandel hinweisen, die stärker ausfällt aufgrund der steigenden Preise, der Knappheit und aber auch der anziehenden Bauinvestitionen. Nun komme ich zum Geschäftsklima im Einzelhandel. Dieses weist ebenfalls einen tiefen Einschnitt zu Beginn der Corona-Pandemie auf, aber auch im Januar und Februar diesen Jahres aufgrund des Lockdowns und der damit einhergehenden Restriktionen. Seither erholten sich die Wirtschaftsindikatoren bis einschließlich Juni 2021 und schwächten sich ebenfalls wie im Großhandel ab, aufgrund der Probleme auf den Beschaffungsmärkten ebenfalls und der Corona-Pandemie. Hier ist nochmals das Geschäftsklima vom Einzelhandel gesamt dargestellt im Vergleich zum Geschäftsklima der Lebensmitteleinzelhändler und des Onlinehandels. Der Onlinehandel hat besonders vor und zu Beginn der Corona-Pandemie stark profitiert und seither nicht mehr ganz so stark, da nun der stationäre Handel wieder geöffnet hat. Der Lebensmitteleinzelhandel hat ebenfalls zu Beginn der Corona-Pandemie sehr stark profitiert, hat sich seither aber wieder abgeschwächt, da nun
das Leben sich in den letzten Monaten wieder etwas normalisiert hat und außer Hauskonsum, wie zum Beispiel Restaurantbesuche, möglich wurden. Hier ist nun wie im Großhandel der nominale Umsatz dargestellt, ebenfalls von Januar bis August 2021. Dafür wurden die Mittelwerte der Veränderungsraten gebildet. Hier möchte ich auf den Onlinehandel hinweisen, welcher im Vergleich zu 2019 um 47,19% angestiegen ist, was aus den zuvor genannten Gründen passiert ist. Es gab aber auch Branchen, die negativ gewachsen sind, wie zum Beispiel der Bekleidungseinzelhandel, welcher um 11% gefallen ist. Gründe hierfür ist der Wegfall von Anlässen oder auch das vermehrte Homeoffice. Nun möchte ich nochmal auf die Lieferschwierigkeiten im Handel eingehen. Hier ist die geschätzte Dauer der Lieferengpässe im Handel in Monaten dargestellt. Im Einzelhandel wurden diese auf 10 Monate geschätzt, im Großhandel auf 8. Die Branche, die längste Dauer geschätzt hat, waren die Einzelhändler mit Fahrrädern in Höhe von 18,4 Monaten. Nun möchte ich noch etwas zur Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2021 sagen. Der private Konsum ist weiterhin von Nachholeffekten geprägt. Der Außenhandel setzte seine Erholung im ersten Halbjahr mit etwas geringerem Tempo fort aufgrund der Lieferengpässe. Sorgenkind bleiben, wie gesagt, die Lieferengpässe, weshalb das Wachstum in geringerem Ausmaß angenommen wird. Und auch die Bundesregierung korrigierte ihre Prognose nach unten. Die Verbraucherpreise werden steigen, im laufenden Jahr um 3% geschätzt und im kommenden Jahr um 2,5% prognostiziert. Und 2021 waren sehr stark von der Pandemie geprägt. Ich möchte nun einen Ausblick wagen und aufgreifen, was Unternehmen in den nächsten Jahren auch beschäftigt, nämlich das Lieferkettengesetz. Damit möchte ich das Thema des Handelsforums aufgreifen, nachhaltige Lieferkettengestaltung im Lebensmitteleinzelhandel. Über das Lieferkettengesetz wurde im Rahmen der IFO-Konjunkturumfrage im Mai 2021 eine Sonderfrage gestellt. Dies war eine Textfrage und diese lautete: Die Bundesregierung plant ein nationales Lieferkettengesetz. Welche Auswirkungen erwarten Sie konkret? Ich habe die Antworten gesammelt und die häufigsten von mir kategorisiert dargestellt. Das sehen Sie nun. Am häufigsten wird mehr Bürokratie und Dokumentationsaufwand erwartet, aber auch keine oder geringe Auswirkungen, da das Lieferkettengesetz erst ab einer gewissen Mitarbeiterzahl greift. Unter anderem werden aber auch Kostensteigerungen oder Einkaufs- und Verkaufspreissteigerungen erwartet. Ich freue mich nun an unser Panel zu übergeben und bedanke mich bei allen Teilnehmern, dass sie den virtuellen Weg zu uns gefunden haben. Vielen Dank. Super, liebe Frau Seitz, vielen Dank für diesen Überblick. Bevor ich jetzt das Panel vorstelle, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Sie zu Hause an den Bildschirmen natürlich jederzeit Ihre Fragen stellen können mit der Q&A oder F&A, je nachdem, wie Sie es eingestellt haben, Funktion. Also machen Sie mich gerne hier arbeitslos. Ich habe natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, aber nehme eben auch gerne Ihre Fragen mit in Diskussion auf. Ganz herzlich begrüßen möchte ich unsere Panelisten. Ich gehe hier mal geografisch von Nord nach Süd vor. Aus Berlin zugeschaltet ist uns Frau Theresa Hoffmann. Sie ist Referentin für fairen Handel und nachhaltiges Wirtschaften bei Brot für die Welt. Das ist ein weltweit tätiges Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen. Brot für die Welt ist in mehr als 90 Ländern auf dem Globus aktiv und zentraler Schwerpunkt ist eben die Ernährungssicherung. Dann gehen wir etwas weiter nach Süden, nach Frankfurt. Da haben wir Herrn Axel Wirz, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau, kurz FIBL, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Herr Wirz ist Projektleiter für WeCare. Das ist eben ein produktübergreifendes Siegel für Nachhaltigkeit. Und natürlich ist die Lieferkette dort enthalten als Kriterium, aber eben auch solche Kriterien wie Unternehmensführung, Mitarbeiterverantwortung oder Umweltschutz. Dann aus Baden-Württemberg, genauer gesagt Heilbronn, zugeschaltet ist Professor Dr. Vanja Wellbrock. Hallo, Herr Wellbrock. Er hat den Lehrstuhl für Beschaffungswirtschaft und ist zudem Nachhaltigkeitsbeauftragter der Hochschule. Und zu seinen vielen Schwerpunkten bei der Forschung gehört eben nachhaltiges Beschaffungsmanagement, genauso wie Transparenz in der Lieferkette. Und dann gehen wir noch etwas weiter nach Süden, ins schöne Waldenbuch. Da haben wir Herrn Hauke Will, den Leiter der landwirtschaftlichen Produktion der Alfred Ritter GmbH und Co. KG. Sie hören schon Schokoladenproduktion mitschwingen. bekannteste Marke natürlich die Ritter Sportschokolade. Und das Interessante bei Alfred Ritter ist eben, dass eine sehr individuelle Lösung gefunden wurde für die eigene Lieferkette, die wir etwas erörtern wollen. Das Unternehmen ist nämlich tatsächlich auch in den Kakaoanbau, einen wichtigen Rohstoff, eingestiegen und in den Haselnussanbau, um eben die Lieferkette besonders nachhaltig zu gestalten. Lassen Sie uns gleich mitten reinsteigen in die Thematik. Wir haben es schon gesagt, die Transformation im Lebensmitteleinzelhandel ist in vollem Gange. Mehr Nachhaltigkeit ist gewünscht von den Verbrauchern. Erste Initiativen sind bei den Unternehmen gestartet. Frau Hoffmann, ich spreche gleich Sie an. Was müsste sich denn an dem gesamten System verändern oder wo sind die Knackpunkte, damit wir jetzt wirklich auch noch stärker in die Umsetzung kommen und die Lieferkette beim Lebensmitteleinzelhandel nachhaltiger gestalten können? Ja, vielen Dank für die Frage. Hören Sie mich gut? Ja. Okay, super. Sie stellen natürlich hier am Anfang gleich eine sehr große Frage. Zum einen muss man definieren, was nachhaltig eigentlich bedeutet, da der Begriff nicht geschützt ist und relativ inflationär benutzt wird. Und aus der Sicht von Brot für die Welt enthält der Begriff nachhaltig auf jeden Fall neben der ökologischen und wirtschaftlichen Dimension auch die soziale Dimension. Und das bedeutet auch faire Bezahlung, faire Arbeitsbedingungen. Und man muss betonen bei dieser Frage, dass die aktuelle Situation in globalen Lieferketten überwiegend die Akteure am Ende der Lieferketten begünstigt, also den Konsumentinnen, die von den niedrigen Preisen profitieren und dem Lebensmitteleinzelhandel, die immer höhere Gewinnmargen beziehen. Und wir benötigen aber existenzsichernde Einkommen und Löhne entlang der gesamten Lieferkette. Und dafür setzen wir uns auch ein, denn und dafür müsste die Preisbildung, und hier komme ich zu dem Strukturellen, das Sie angesprochen hatten, die Preisbildung muss vom Anfang der Lieferkette aus stattfinden, basierend auf den Produktionskosten. Und dabei müssen soziale und ökologische Kosten mit einberechnet werden. Denn unsere Bananen zum Beispiel sind ja nicht einfach so billig hergestellt. Den Preis, den bezahlt aktuell einfach nur jemand anderes. Das sind die PlantagenarbeiterInnen oder BäuerInnen in Peru oder Ecuador, die diese Bananen produzieren. Und deren Umwelt und deren Sozialsysteme, die fangen diese günstigen Preise oder diese Kosten auf. Und als weiteren Punkt bräuchten wir eine gerechtere Risikoverteilung. Also wirtschaftliche, soziale und ökologische Risiken müssen entlang der gesamten Lieferkette fair verteilt werden und dürfen nicht nur überwiegend oder zum großen Anteil bei den Menschen am Anfang der Lieferkette liegen. Und dafür müssen eben unfaire Einkaufspraktiken abgeschafft oder verhindert werden und eben unfaire Handelspraktiken eingeschränkt werden, wo wir jetzt auch ein Gesetz dazu haben. Und genau. Als letzten Punkt noch, oder? Unternehmen müssen ihre menschenrechtlichen und ihren menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten nachkommen. Und dabei müssen auch Preise und Einkaufspraktiken adressiert werden. Und als allerletzten Punkt, wir müssen unser Handeln, unsere politischen Entscheidungen, aber auch unternehmerische Entscheidungen nach den nachhaltigen Entwicklungszielen ausrichten, also nach den Sustainable Development Goals, die die Staatengemeinschaft, also die Vereinten Nationen im Jahr 2015-16 vereinbart haben. Und dann könnten auch Einkaufspraktiken und Preisdumping auf Kosten von Mensch und Umwelt, so wie sie aktuell passiert, nicht mehr stattfinden. Ja, vielen Dank. Das ist
Natürlich ein großes Unterfangen, was Sie da aufzeigen. Herr Wirz, Sie arbeiten ja schon mit an der Umsetzung. Wo liegt denn aus Sicht Ihrer Organisation oder aus Sicht Ihrer Tätigkeit der Knackpunkt bei der Transformation? Ja, guten Tag allen zusammen. Sie stellen eigentlich, so wie meine Vorrednerin gerade auch schon gesagt hat, zwei wesentliche Fragen. Einmal das Gesamtsystem. Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Wir brauchen eigentlich ein komplett neues Wirtschaftssystem, das mehr an dem Gemeinwohl orientiert ist. Also ein ethisches und nachhaltiges Wirtschaftsmodell, welches das Wohl von Menschen und Umwelt zum obersten Ziel des Wirtschaften hat und nicht die Gewinnmaximierung des Einzelnen. Aber das ist ein großes Brett, was man bohren muss. Was aber konkret ist, wenn es hier gerade um den Lebensmittel handelt und von meiner Perspektive, wo ich einen Teil der Landwirtschaft mit darstelle in der Runde, der Lebensmittelhandel hat eigentlich den größten Hebel über seine Sortimentsgestaltung. Und die sollte er insgesamt konsequent über seine Sortimentspolitik und damit auch über seine Lieferketten nachhaltig und vor allen Dingen ökologisch gestalten. Und das heißt für mich eigentlich, dass er aktiv eine nachhaltige und ökologische Produktion, also auch inklusive Biodiversität oder Tierwohl, von allen seinen Gliedern in der Lieferkette mit einfordert, dass er Preise bezahlt, die existenzsichernd sind und auch eine betriebliche Entwicklung der Landwirtschaft garantiert, und zwar sowohl Welt oder beziehungsweise nicht sowohl bei uns wie auch zum Beispiel im globalen Süden, aber auch, dass eben die Einhaltung von menschenwürdigen Bedingungen letztendlich eingehalten werden. Ich glaube, man muss insgesamt zwei Schritte gehen. Einmal, wie gesagt, jetzt in kleinen Schritten starten, so wie wir es dann mit unserem sogenannten WeCare-Standard schon gemacht haben, der sich sehr stark eben an einem Gesamtmodell oder einer Gesamtbewertung des Gesamtunternehmens orientiert und weniger an einzelnen Produkten und dann aber auch insgesamt wesentlich stärker auf ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell, das am Gemeinwohl orientiert ist. Genau, das System verändern, das Wirtschaftssystem verändern, das klingt wie ein großes Ziel. Herr Will, Ihr Unternehmen ist mittendrin in diesem System und wenn ich das richtig weiß, sind Sie ja schon ein paar von den eben genannten Schritten gegangen. Was ist denn jetzt aus Sicht eines Umsetzenden der Knackpunkt bei der Nachhaltigkeit? Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit der Teilnahme heute dieser Runde hier. Wir haben viele spannende Punkte gerade von den beiden Kollegen, Frau Hoffmann, Herr Wirz, gehört. Ich kann mich da im Großen und Ganzen nur anschließen, möchte noch mal eine andere Perspektive mit reinbringen. Für uns als Lebensmittel- oder Schokoladenhersteller kommen wir sehr von der pragmatischen Seite. Da stellt sich für mich mal so ein bisschen die Frage, war zuerst Henne oder Ei? Warten wir jetzt auf Strukturen? Warten wir auf ökonomische Formen? Warten wir auf Legislativen? Auf was warten wir, um etwas zu ändern? Oder nutzen wir einfach die Chance und machen selber etwas mit dem, was in unserer Macht steht. Und wenn ich mir unsere Lieferkette anschaue oder unsere Wertschöpfungskette, wie ich es eigentlich gerne formuliere, kann man die relativ einfach in vier Teile eingliedern. Am Ende dieser Kette ist der Konsument, der aus meiner Sicht die größte Handhabe hat, diese Wertschöpfungskette, Lieferkette zu beeinflussen. Wir haben davor geschaltet den Handel, auch der hat logischerweise einen Anteil daran, aber auch wir als Erzeuger oder als Produzent von Lebensmitteln und dann uns vorgelagert, logischerweise auch die Rohstofferzeuger, die haben natürlich auch Möglichkeiten. Und wir haben die Chance, dass wir Schokoladenhersteller und Rohstofferzeuger zugleich sind, zumindest die ersten zwei Teile der Wertschöpfungskette schon mal nachhaltig so zu formieren, wie es aus unserer Sicht sinnvoll ist. Und aus Konsumentensicht, da zähle ich mich persönlich selber auch dazu, ist natürlich der Konsument auch aufgefordert, dort einzukaufen, dort zu handeln, dort zu reagieren, wo seiner Einschätzung nach das Nachhaltigste für seine Vorstellung erzielt werden kann. Und meine persönliche komplette Überzeugung, und da schließen wir uns als Unternehmen natürlich auch an, ist, dass alle vier Bereiche konsequent und auch wirklich bekennend ihre Nachhaltigkeitsschritte gehen müssen und es nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt. Vielen Dank,
Herr Welbrock, sind Sie mit dem einverstanden, was die anderen Panelisten gesagt haben? Oder würden Sie noch etwas hinzufügen wollen? Genau, also zunächst einmal hallo meinerseits. Schön, dass ich auch hier sein kann heute. Und es wurde sehr viel gesagt von meinen Vorrednern. Bei sehr vielen Punkten, glaube ich, sind wir uns auch relativ einig, gerade wenn es um die Grundwege geht. Ich würde auch gerne mal den Fokus drauf legen, wo ich den größten Hebel auch sehe. Ähnlich wie mein direkter Vorredner gerade ja auch. Das ist eigentlich die Beziehung Endverbraucher hin zum Handel. Weil ich komme immer ein bisschen von der Schiene eines, sage ich mal, Lieferkettenmanagers auch. Und da überlege ich mir immer, wer hat eigentlich die größte Steuerungskraft in so einer Kette? Und da kommt mir natürlich als erstes mal der Handel in den Sinn, weil der Handel dann über Listungskriterien und so weiter ja nicht beeinflussen kann, was bei ihm am Point of Sale den Endkunden angeboten wird. Und dadurch natürlich, wenn er hier großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, kann er damit ganz klar die Wertschöpfungskette davor ja auch beeinflussen. Aber ganz genauso wichtig ist natürlich auch, wer kann denn dieses Steuerungsorgan Handel beeinflussen? Und da kommt ja eigentlich der Endverbraucher wieder mit rein, weil der Handel, Discount bis hin auch zum Premiumhandel, ist ja ganz klar umsatzgetrieben auch. Und deswegen, wer kann hier die Beeinflussung machen? Das ist der Endverbraucher, weil das ja die Nachfragemenge ist, die dann eben auch zum Umsatz und so weiter führt. Und deswegen ist eigentlich dieser Hebel für mich das Größte, weil eben der Handel nach unten in die Wertschöpfung Einfluss nehmen kann. Und wer kann den Handel selbst beeinflussen? Das ist dann eben der Endverbraucher. Und somit will ich hier auch nochmal dieses Endverbraucher, aufgeklärter, nachhaltiger Endverbraucher. Was müssen wir hier machen, um den Endverbraucher im Mindset weiterzubringen? Ihm aber auch die Möglichkeit zu geben, dass er eben in den Supermarkt geht und auch ein nachhaltiges Produkt einkaufen kann. Und ich glaube, da sind wir noch weit von weg. Ich habe mir auch diese Recare-Sache natürlich angeschaut, finde ich exemplarisch schon mal sehr guter erster Weg, weil es wirklich vollumfänglicher ist und wir nicht mehr einzelne Leuchttürme uns anschauen, einzelne Teilaspekte aus Umwelt, die wir dann eben vermarkten, aber ganzheitlicher kein Siegel dahinter ist. Und eins will ich noch gerne ergänzen. Frau Hoffmann hat es ja auch gesagt ganz am Anfang, das ist mir auch wichtig, wenn wir hier über Nachhaltigkeit reden, dann bitte wirklich ganzheitlich Nachhaltigkeit und nicht über irgendwelche Leuchttürme. Oh, ich habe eine neue Verpackung. Wir sind ja super grün, aber den ganzen Rest vergessen wir. Also ganzheitlich integriert, ökologisch, sozial, aber eben auch ökonomisch im Sinne von langfristigen, fairen Partnerschaften. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und gerade ja Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja auch nicht vollumfänglich nachhaltig, weil der Fokus primär auf soziale Nachhaltigkeit ja auch ausgerichtet ist, was sich ja viele auch mehr auch Richtung Ökologie gewünscht hätten, sage ich mal so. Auch was wäre mein Einstieg. Genau, also auf den Verbraucher und auf diese verschiedenen Initiativen würde ich gleich gerne auch nochmal zu sprechen kommen. Es ist ja nicht so, dass in diese Richtung bis jetzt noch nichts passiert ist, sondern es, ich denke, Verbraucher sind, das zeigen Umfragen, sensibilisiert für das Thema und die einen finden das Tierwohl wichtig, die anderen den CO2-Fußabdruck. Fairer Handel spielt eine Rolle, aber auch, wie Sie sagen, recycelbare Verpackungen. Für alles gibt es unterschiedliche Zertifikate. Das Ziel ist natürlich, Transparenz herzustellen. Aber Herr Wirz, es hat keiner mehr den Überblick. Ich denke auch jetzt, was dieses ganzheitliche Herangehen angeht, gibt es natürlich auch mehrere Initiativen, die das im Blick haben. Wie schaffen Sie es denn, so ein Zertifikat wirklich auch den Unternehmen schmackhaft zu machen? Das ist eine gute Frage, weil wir ja wirklich, wie gesagt, einen ganzheitlichen Ansatz haben. Wir schauen uns eben das gesamte Unternehmen an. Sie haben die vier Handlungsfelder ja eben schon in der Vorstellung kurz gesagt. Das ist neben der Unternehmensführung und dem Umweltmanagement vor allen Dingen das Lieferkettenmanagement und die Mitarbeiterverantwortung. Und um ein Unternehmen, das sich versucht, nachhaltig zu handeln, kann es hingehen, seine einzelnen Produkte, ob das jetzt die Verpackung ist oder ob es biozertifiziert ist oder andere Formen, Aspekte kann man immer sehr gut hochheben. Nur langsam würde ich sagen, kann ich als Hersteller gar nicht so viele Eigenschaften, die ich habe, auf das Produkt mit irgendwelchen Siegeln bringen, weil der Platz eigentlich für diese Form der Kommunikation gar nicht mehr möglich ist.
Und da war mit den Partnern, mit denen wir das Recare-Siegel entwickelt haben, vor allen Dingen immer wieder der Ziel gewesen, wir wollen ein gesamtes Zeichen haben, das alle Aspekte entsprechend mit abgreift im Prinzip. Und so, dass man auf der Verpackung nachher nur noch ein Zeichen, ein Siegel letztendlich kommunizieren kann. Das war jetzt der eine Weg gewesen. Der zweite Weg ist, wir diskutieren jetzt gerade sehr viel, hauptsächlich zwar in der Biobranche, mit Lebensmittelherstellern und Lebensmittelhändlern. Das, was Frau Seitz vorher gesagt hat, das Lieferkettengesetz trifft zwar im Moment, was Deutschland angeht, ab 23, ab 3000 Mitarbeiter, ab 24, ab 1000 Mitarbeiter, die wenigsten Hersteller im Lebensmittelbereich. Aber alle Hersteller sind mehr oder weniger indirekt doch von dem Lieferkettengesetz betroffen, weil jeder, der an einen größeren Händler zum Beispiel liefert, wird von dem mehr oder weniger aufgefordert, konform mit dem Lieferkettengesetz auch seine Rohwarenbeschaffung letztendlich zu garantieren. Und damit ist es sicher, dass also jedes Lebensmittelunternehmen entweder direkt oder indirekt von dem Lieferkettengesetz auf der einen Seite betroffen ist. Und auf der anderen Seite versuchen wir den Unternehmen das schmackhaft zu machen, dass wir im Moment mit der Abfrage unseres Handlungsfeld Lieferkettenmanagement mindestens eine sehr detaillierte und relativ gute Checkliste gestellt haben, nur für den Lebensmittelbereich, das muss man sagen, wie man mit den Vorgaben aus dem Gesetz letztendlich umgehen kann. Genau, also so ein weiterer Schritt, der die Umsetzung dann leichter macht, wenn ich Sie richtig verstehe, oder? Ja, weil wenn ich die Kriterien und die Forderungen, die wir in unserem Standard haben und auch die Form des Nachweises, dass eben die Lieferkette nachhaltig gestalten wird, also über den Code of Conduct, über Vertragsdokumente und ähnlichen Dokumenten nachweisen muss, ob ich die Risikoanalyse, wie es beim Gesetz vorgeschrieben ist, auch wirklich gemacht habe oder ob andere Bereiche letztendlich, ich muss es ja immer wieder nachweisen und damit letztendlich brauche ich Dokumente und vor allen Dingen ist das für ein Unternehmen sinnvoll, wenn ich eben entsprechend das Managementsystem, und das ist eben unser Hebel, wo wir ansetzen, sauber und gut dokumentiert habe. Mhm. Herr Will, bei Ihnen ist ja die Frage der Nachhaltigkeit grundsätzlich in der Unternehmenskultur verankert. Wie stark hat sich diese Initiative, dass Sie sich eben quasi Ihre eigene Lieferkette integriert haben, wie stark hat die sich auf diese Unternehmenskultur ausgewirkt, beziehungsweise was hat sie bewirkt noch zu dem, was Sie ohnehin schon ja sehr intensiv betrieben haben? Ja, möchte ich gerne darauf antworten, auf die Frage, möchte aber vorher einen Kommentar noch zu Herrn Würz kurz abgeben, der das ergänzen. Und zwar hatte er das in so einem Halbsatz rausgestellt, wenn es um Thema Transparenz geht. Ich möchte es nur mal ein bisschen klarer fokussieren und noch mehr rausstreichen. Für mich ist vorgelagert jeglicher Nachhaltigkeitsaktivität, wir reden noch nicht mehr über Zertifizierung, jeglicher Nachhaltigkeitsaktivität die Grundlage, dass ich Transparenz habe in meiner eigenen Wertschöpfungskette. Und da fängt es bei vielen Unternehmen im Grunde schon an, wer kennt denn wirklich von A bis Z jeden einzelnen Lieferanten, jeden einzelnen Produzenten seiner Rohstoffe in der Wertschöpfungskette? Ich glaube, wir müssen da irgendwo hinkommen, dass wir es schaffen, ich sage es mal ein bisschen lapidar vielleicht, dem Rohstoff ein Gesicht zu geben. Nur wenn ich weiß, wo der Rohstoff herkommt, wer ihn unter welchen Bedingungen erzeugt hat, dann kann ich auch wirklich mit dieser Transparenz nachhaltig auf diese Lieferkette einwirken. Jetzt aber auch Ihre Frage zurückzukommen, Frau Geisler. Für uns war ganz klar, wir sind seit
ja, Generationen als Schokoladenhersteller unterwegs und die Nachhaltigkeit ist ja per se einem Familienunternehmen mehr oder weniger schon in die Hand oder in die Wiege gelegt. Anders wäre es schwierig, über Generationen zu wirtschaften. Und wenn ich jetzt einfach über mein Wirkungsfeld schaue, die letzten 10, 15 Jahre, was wir im Bereich Rohstoffe gemacht haben, vor allen Dingen explizit im Bereich Kakao, dann hat sich das Bild intern wie extern des Unternehmens schon immens gewandelt. Ich glaube, nach außen hin, da müssen wir logischerweise Verbraucher befragen, sind wir sehr, sehr stark positioniert als ein Familienunternehmen, das faire Rohstoffbezüge schaffen möchte, konsequent daran arbeitet, das bestmöglich umzusetzen. Wir selber uns keinen Stein in den Weg legen, um das etwas zu verbarrikadieren, sondern wirklich dahin gehen, wo der Rohstoff herkommt. Ich glaube, das haben wir in unserer Außenkommunikation sehr, sehr gut platziert. Aber es ist auch das, was die Verbraucher immer wieder zurückspiegeln. Was genauso wichtig ist, aber das interne Bild. Also wenn ich mit den Kollegen diskutiere oder wenn ich schaue, wie das Unternehmen vor 10 Jahren noch aufgestellt war, was es für Diskussionsthemen gab. Vor 10 Jahren haben wir, wenn wir über Kakao gesprochen haben, über eine Halbfabrikatsnummer, über eine Fertigungsnummer, über eine Artikelnummer gesprochen. Heute reden wir, wenn wir über Kakao reden, über ein Land, über Produzenten, über Kooperativen, über Farmer, über Bauern, die ein Gesicht haben, wo wir wissen, wo die sind. Und ich glaube, das gesamte Unternehmen hat noch nie so eine Transformation im Bereich der Wertschätzung der eigenen Produktion, der Rohstoffe und des Produktes durchlebt, wie wir es in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Das ist definitiv eins der großen Hebel, die wir durch diese Aktivität in der Lieferkette gesehen haben. Mhm. Frau Hoffmann, dieser Weg sozusagen, sich die Rohstoffe einfach dann selber zu kaufen, ist ja einer, den nicht jedes Unternehmen gehen kann. Also ein sehr großer und ein sehr ambitionierter Weg, genauso wie sein gesamtes Managementsystem eben jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit umzustellen. Wie ambitioniert müssen wir denn sein bei dem Wandel zur Nachhaltigkeit? Vorhin wurden schon die Leuchtturmprojekte so etwas getadelt, aber sind die nicht eigentlich ein ganz wichtiger erster Schritt, wenn man eben Respekt hat oder andere Vorbehalte gegen den ganz großen Wandel, damit man überhaupt erstmal ins Laufen kommt? Also Leuchtturmprojekte sind auf jeden Fall wichtig und können ja auch einen Ausstrahlungseffekt haben. Aber ich denke schon, und das ist auch klar geworden in den letzten Jahren, als wir als Zivilgesellschaft uns ja auch für ein Lieferkettengesetz in Deutschland eingesetzt haben und das jetzt weiterhin auf EU-Ebene machen werden oder auch schon tun, dass wir ein Level Playing Field, also gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle benötigen und schon auch den großen Wurf, um auch weiterzukommen. Und ich denke, ich wollte aber eigentlich auch noch auf einen Punkt von vorhin eingehen, denn es war die Sprache von den Konsumentinnen und der Rolle der Konsumentinnen und Kundinnen, und da wollte ich so ein bisschen widersprechen. Also ich denke, dass die EndverbraucherInnen auf jeden Fall aufgeklärt sein müssen und dass das sehr, sehr wichtig ist, aber ich denke trotzdem, dass wir die Verantwortung nicht auf uns natürlich abwälzen können, sondern ich denke, dass eben politische EntscheidungsträgerInnen und Unternehmen das eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und dass eben auch der Einzelhandel hat dem seine Margen sind extrem gestiegen. Und ich will das mal nochmal am Beispiel Banane aufzeigen, da es das sehr deutlich wird. Und Frau Seitz hat vorhin gesagt, hat es auch gezeigt, dass während der Corona-Pandemie der Lebensmitteleinzelhandel enorm profitiert hat. Und im Vergleich dazu, ich habe mit Produzentinnen in Peru und in Ecuador gesprochen, die hatten riesige Probleme, ihre Bananen zu ernten, hatten viel höhere Produktionskosten aufgrund von Schutzmaßnahmen, weil Verpackungsmaterial teurer geworden ist aufgrund der geschlossenen Grenzen. Und sie wurden komplett allein gelassen. Und die Spitze des Eisbergs war dann eigentlich, als im Januar 2020 hatten Lebensmitteleinzelhändler medienwirksam auf der Internationalen Grünen Woche gemeinsam mit Bundesminister Müller verkündet, sich für existenzsichernde Einkommen und Löhne und faire Einkaufspraktiken einzusetzen. Und 9 Monate oder 10 Monate später hatte Aldi verkündet, die Bananenpreise zu senken, also die Einkaufspreise, ne? Und unsere Bananenproduzentinnen und ArbeiterInnen waren direkt davon betroffen.
Und das zeigt eben diese extreme Diskrepanz, die heute ja auch schon aufgezeigt wurde. Wir müssen von den Lippenbekenntnissen wegkommen und auch von Einzelprojekten. Wir wissen von Einzelprojekten, die der Lebensmitteleinzelhandel gestartet hat, und die sind wichtig, aber es reicht nicht aus. Wir müssen an die strukturellen Ursachen, und das ist auch das, was ich heute auch verdeutlicht habe, wir müssen über Preise sprechen, wir müssen über Einkaufspraktiken sprechen und wir müssen über Macht und Marktkonzentration sprechen. Denn der Lebensmitteleinzelhandel... Sorry. Genau. Herr Wellbrock, also wenn wir doch den ganz großen Weg gehen müssen, wie Frau Hoffmann eben ausgeführt hat, Investitionen in solche Umbrüche kosten natürlich Geld. Also ich frage Herrn Will jetzt nicht, wie viel diese Investition in die Plantagen gekostet hat und wie viel dabei am Ende wieder rumgekommen ist. Aber wie kann man eben diese Investitionen dann eigentlich wieder reinholen? Also wenn ich jetzt investiere, was kommt denn dann zurück wirtschaftlich gesehen? Für was tue ich es als Unternehmen jetzt aus unternehmerischer Sicht? Weil das müssen wir ja irgendwie zusammenbringen. Ja, gehe ich gerne darauf ein. Ich würde noch zwei, drei Punkte ansprechen von meinen Vorrednern, auch nur ganz kurz darauf eingehen. Ja. Wir haben vorher ja gehört, ich glaube, der Herr Will war es, wo gesagt hat, als Unternehmen hat man sich dann gedacht, jetzt kann man einfach mal die Chance nutzen, jetzt machen wir einfach mal irgendwas für Menschenrechte. Das ist natürlich sehr gut. Ritter ist ja wirklich auch schon weit, stehe ich Ihnen absolut zu, aber ganz viele andere Unternehmen haben es ja überhaupt nicht gemacht. Wir hatten den nationalen Aktionplan, da hatten wir genau das drinstehen. Jetzt, ihr sollt es eigentlich machen, es ist freiwillig und kein Mensch hat sich darum gekümmert. Ich glaube, 13-17% hatten wir Rücklaufquote, wo dann wirklich diese Forderungen auch drin waren. Und das heißt schon, wie Frau Hoffmann ja auch zu Recht sagt, diese Freiwilligkeit hat dort wirklich auch nicht gereicht. Und das haben wir über diese Monitore ja sehr, sehr schön gesehen. Aber wenn ich so weiterdenke, was mir eigentlich viel lieber gewesen wäre, wenn die Unternehmen funktioniert hätten, wenn wir da rausgekommen wären, jetzt auch nicht bei 50%, sondern weit über 50%, und das wäre Standard, was es grundlegend absolut sein sollte. Wir reden über die Einhaltung der absoluten Basis Menschenrechte. Um was anderes geht es ja eigentlich nicht im Großen und Ganzen. Das sollte Standard sein bei jedem Wirtschaften. Und wenn das eben dann freiwillig schon auch möglich gewesen wäre, über gewissen Druck vom Endverbraucher auch hin in die Kette rein, dann wäre mir das deutlich lieber, wie wenn man es wieder anders machen muss über eine staatliche Regulierung dahinter. Aber ich stimme Ihnen komplett zu, bei diesen Monitorauswertungen wäre es gar nicht anders gegangen. Und da brauchen wir das Gesetz auf jeden Fall. So viel mal dazu. Und also mir geht es so, ich arbeite sehr viel mit Firmen auch zusammen, die jetzt eben vor dem Problem stehen. Wie kann ich jetzt das Lieferkettengesetz umsetzen? Was ist Rechtskonformität? Auch aus anderen Branchen. Und da ist ja gerade, sage ich mal, ziemliche Panik, weil keiner genau weiß, wie es eben zusammenhängt und was muss ich eigentlich alles machen. Und wir haben ja auch andere Branchen, die dann deutlich weiter runtergehen, wo wir dann mehrere 10.000 geschichtelte Varianten, auch Lieferanten auch dabei haben. Und da stellt sich halt schon die Frage, wie kann ich das eigentlich alles umsetzen? Und ich habe es vorher gesehen auch, wo das eingeführt wurde, so die Hauptaussagen waren Bürokratie und Mehraufwand, was ich machen muss, ist natürlich auch schade. Aber die Unternehmen stehen natürlich jetzt schon erstmal davor, auch hier Strukturen reinzubringen. Wie kann ich denn meine Lieferketten über mehrere Ebenen runter, wie kann ich die denn überhaupt transparent machen? Muss ich vielleicht mit Blockchain rein, wo ich dann über Blockchain die einzelnen Verträge direkt fälschungssicher auch hinterlege? Das sind ja ganz viele Themen, die da im Spiel sind. Und da kommen ja auch immer mehr Dienstleister jetzt auch hinzu. Gebe ich es an Dienstleister ab, da ist man gleich irgendwo bei 100.000 Euro oder noch mehr, was dann eben auch finanzielles Problem wird. Also ich glaube, zunächst ist schon mal auch nur gerecht, dass man Unternehmen auch zugesteht, dass es eine finanzielle Belastung erstmal ist. Aber man ist irgendwie auch selber schuld, weil man sich früher nicht ausreichend darum gekümmert hat. Aber es ist jetzt eben Rechtsprechung. Da ist gar nicht so die Frage, was kriege ich denn dafür eigentlich zurück? Ich kriege eine Transparenz zurück. Ich weiß, was passiert in meiner Kette. Und ganz wichtig für mich auch aus der Beschaffungsseite, wenn ich eben dann die Analysen mache, ich muss ja Risikomanagement-Analysen machen. Ich muss schauen, in welchen Ländermärkten bin ich unterwegs, welche Warengruppen, wo sind Probleme. Und da mache ich auch wieder Deep Dives wirklich in meine Lieferantenstrukturen rein. Und da kann ich auch meine Lieferantenstrategie komplett neu anpassen, kann vielleicht neue Warengruppen bilden, neue Ländermärkte, ganz anderes Vorgehen. Also da ist ganz viel strategisches Potenzial für die einzelnen Firmen dabei, wenn sie sich wirklich damit auseinandersetzen. Also natürlich ist es erstmal ein bürokratischer Mehraufwand, aber man kann für sich selber auch sehr viel Benefits natürlich rausziehen. Und es ist jetzt gesetzlich, es hätte vorher selbstverständlich sein sollen. Und vor allem haben wir natürlich auch diesen Reputationsanspruch eben, dass wir auch Unternehmenswert haben und
der Endverbraucher uns dann natürlich auch ernst nimmt, wenn er dann vielleicht noch ein bisschen aufgeklärter wird. Genau, so viel dazu. Genau, also vielleicht nochmal zurück auf den Aspekt, den Frau Hofmann vorhin genannt hat, nämlich dieses Thema der Machtverhältnisse. Also wenn ich mich verändere in der Form, wie Sie es jetzt beschrieben haben, Herr Wellbrock, ist das natürlich immer auch eine Gefahr, dass sich Machtverhältnisse verändern, sage ich mal. Weil es sind ja dann neue Aspekte, die eine Wettbewerbsposition begründen, sage ich mal. Andere Kompetenzen, die dafür erforderlich sind und so. Frau Hofmann, Sie hatten schon gesagt, Machtverhältnisse sind eben auch ein Problem, weil die halt eine bestehende Situation irgendwo auch zementieren. Und diese Fixierung auf den Preis hängt ja auch an diesen Machtverhältnissen dran. Was wäre denn Ihr Vorschlag, also dieses Thema aufzulösen? Also wenn man vom Anfang der Lieferkette denkt, müsste man, und das macht zum Beispiel ja auch der faire Handel, Kooperativen stärken, Gewerkschaften stärken, die eben dann auch die Produzentinnen und ArbeiterInnen vereinen und vereinigen, damit sie besser in Verhandlungen gehen können. Und auf der anderen Seite muss man sich tatsächlich dann am Ende der Lieferkette hier beim Lebensmitteleinzelhandel auch vielleicht die Maximalfrage stellen, ob ein so stark konzentrierter Einzelhandel für uns wünschenswert ist und vor allem für die Produzentinnen am Anfang der Lieferkette. Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass bei uns, glaube ich, 80-85% vier Unternehmen gehören und dadurch natürlich eine extreme Machtkonzentration vorherrscht und extremer Druck auf die Zulieferer gemacht werden kann. Und der hat unmittelbar Auswirkungen auf Preise und Einkommen. Da gibt es auch eine sehr spannende Studie von der Internationalen Arbeitsorganisation dazu. Und das muss man aufbrechen. Und einen Punkt, den hatte ich heute auch schon angedeutet, es wurde auf EU-Ebene eine Richtlinie zu unfairen Handelspraktiken verabschiedet. Die wurde jetzt im Mai 2021, musste die auf deutscher Ebene umgesetzt werden. Und da werden eben einige unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette wurden jetzt verboten. Und wir fordern eben dann die neue kommende Bundesregierung auf, diese Richtlinie auch wirklich strikt umzusetzen. Und es soll auch eine Ombudsstelle geben und auch eine Preisbeobachtungsstelle. Und bei der Ombudsstelle können Beschwerden eingereicht werden. Und wie Herr Wellbrock ja auch schon gemeint hat, es wäre schön, wenn es auf freiwilliger Basis funktionieren würde, aber dafür brauchen wir dann auch politische Regulierung, damit eben genau das dann auch passiert, eben gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle, denn es gibt Vorreiterunternehmen und die können dadurch ja auch dann gestärkt werden, weil sie dann eben nicht mehr diesen großen Wettbewerbsnachteil haben, nur weil sie sich um Nachhaltigkeitskriterien oder um Menschenrechte kümmern und diese auch schützen wollen. Und das ist ja teilweise immer noch der Fall. Genau, also wir haben jetzt praktisch zwei Hürden identifiziert, denke ich. Einmal diese strategische Herausforderung, sich einfach neu aufzustellen, und das andere eben dieses wettbewerbspolitische Thema, eine Machtfrage. Herr Wirz, Sie haben ja im Rahmen Ihrer WeCare-Aktivitäten auch schon mit traditionellen Händlern gesprochen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Können Sie uns einen Einblick geben, ohne jetzt Namen zu nennen, was denn so die Argumente sind, warum, oder die Hürden sind, warum Unternehmen nicht sagen, ja, WeCare finde ich gut, mache ich sofort mit? Ja, ohne Namen zu nennen, wir haben mit fast allen größeren Handelsunternehmen aus dem konventionellen Bereich Gespräche geführt. Die haben sich, als wir im Februar den Standard vorgestellt haben, sich bei uns direkt gemeldet, weil sie das einen sehr interessanten Ansatz fanden. Die Schwierigkeiten liegen aber eben dann für viele der konventionellen Handelsunternehmen darin, dass wir das Gesamtunternehmen eben betrachten. Und das heißt, und eine Forderung bei uns ist ein Kriterium, wie zum Beispiel die GVO-Freiheit sämtlicher Sortimente oder Produkte, wenn ich das auf den Handel übertrage. Und da kann ein konventioneller Handel noch nicht mitmachen.
weil er eben sagt, er braucht bestimmte Produkte. Die werden auf der einen Seite nachgefragt, auf der anderen Seite würden sie sich nicht trauen, den entsprechenden Herstellern entsprechende Vorgaben zu machen. Wobei das aus meiner Sicht eher Augenwischerei ist, weil der Handel hätte die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen. Er macht es ja bei seinen Eigenmarken ja schon vor, ob das jetzt GVO-Freiheit bei Fleischprodukten ist, die zum Beispiel bei den großen Handelsunternehmen in der Eigenmarke geführt werden. Also Möglichkeiten gibt es. Genau das Gleiche gilt auch für bestimmte andere Produkte, wo ich auch eine längere Lieferkette habe, die zum Beispiel eben in den globalen Süden letztendlich gehen. Möglichkeiten gibt es, aber um nochmal ganz kurz auch auf die Vorredner einzugehen und auch meine Kollegin, die gerade gesprochen haben. Die Diskussion, die wir hier gerade führen, ist eigentlich aus meiner Sicht längst überholt. Es geht nicht darum, über Gesetz oder Freiwilligkeit bestehende Wirtschaftssysteme weiter zu etablieren. Es wäre längst und höchste Zeit, dass wir uns auch über gesamtwirtschaftliche neue Systeme unterhalten, die, wie ich am Eingang ja schon gesagt habe, zum Beispiel wirklich in Richtung Gemeinwohlökonomie oder Gemeinwohl orientieren. Weil es hilft relativ wenig, wenn ich hingehe und sage, wir müssen die Lieferkette transparenter machen, wir müssen die Macht mehr bei den Erzeugern setzen oder anderswo. Solange wir ein Wirtschaftssystem haben, das auf Gewinnmaximierung aus ist und nach diesem relativ einfachen betriebswirtschaftlichen Modell arbeitet, Angebot und Nachfrage bestimmen Preis oder beziehungsweise Marktanteile, kommen wir mit den gesamten globalen Herausforderungen, ob das jetzt Klimaschutz, Biodiversität oder soziale Kriterien sind, keinen Schritt weiter. Herr Wellbrock, ich glaube, das ist eine Vorlage für Sie. Sie sind ja Professor für Betriebswirtschaftslehre. Insofern würden Ihre Handlungsmaximen oder Handlungsmaximen Ihres Forschungsgegenstandes dann ja auf den Kopf gestellt. Wie kriegen wir das denn hin? Oder ist das realistisch, wäre vielleicht die bessere Frage. Natürlich eine sehr, sehr, sehr breite Frage, sage ich mal. Da kann man ja sehr viel diskutieren. Da gehen wir ja auf eine Metaebene, eher was Philosophisches umfasst ein, würde ich sagen. Grundlegend sind wir ja schon durch, sag ich mal, Finanzkennzahlen getrieben und gewinngetrieben, Existenzsicherung. Wir sind nun mal auch privatwirtschaftlich hier in einem kapitalistischen System unterwegs. Und das können wir ja jetzt auch schlecht von heute auf morgen abschaffen. Aber tendenziell bin ich schon auch bei Ihnen und sage ganz klar, dass das System, was wir gerade haben, dass das auch schnell an Grenzen führen kann. Und gerade wenn wir an Klimaerwärmung denken und all die Punkte, da bin ich auch durchaus offen für Allgemeinwohlansätze und so weiter, dann auch andere Wege einzuschlagen, ganz klar. Aber trotzdem haben wir ja noch im Rahmen jetzt, glaube ich, wo wir jetzt diskutieren können, auch müssen wir erstmal das ansehen, was wir haben. Und es ist eine gesellschaftliche Diskussion ja auch dahinter, wo ich dann alle Stakeholder auch integrieren muss. Aber ich bin absolut dabei, wenn wir das wirklich ganzheitlich irgendwann mal angehen wollen und auch dann wirklich diesen Planeten retten, in Anführungszeichen, dann müssen wir vielleicht da auch rausgehen, ja. Aber viel weiter in die Diskussion würde ich jetzt hier nicht gehen. Ich glaube, das würde zu weit führen. Wenn wir das mal kurz anreißen, reicht es mit Sicherheit. Ich denke auch, wir sollten uns vielleicht noch mal kurz mit der konkreten Umsetzung einfach beschäftigen. Wir haben ja einfach auch viele Praktiker hier vor den Bildschirmen, Praktiker und Praktikerinnen, die sich genau diese Fragen stellen. Wir haben schon das eine oder andere Mal das Lieferkettengesetz gestreift. Also ich fand es auch erschreckend in der Präsentation von Frau Seitz, dass eigentlich alle Dinge, die mit dem Lieferkettengesetz verbunden sind, irgendwie eine negative Konnotation haben. Also sehr viel konstruktiver Aufbruch ließ sich aus der Folie nicht rauslesen, aus meiner Sicht. Ich glaube, irgendwo stand ganz klein das Wort Transparenz, kann es nicht mehr genau sagen. Gut, aber wir haben es jetzt nach langem Ringen auf den Weg gebracht, das Lieferkettengesetz. Ich denke, auf EU-Ebene ist auch gerade was in Bearbeitung. Ein wichtiger erster Schritt, denke ich. Herr Will, Ihr Unternehmen war ja eigentlich schon vorher auf dem Weg.
Sie waren schon sehr weit, was Nachhaltigkeit angeht. Und wie bewerten Sie denn als Vorreiter jetzt das, was da beschlossen wird, was ja letztlich auch für Ihr Unternehmen gilt? Ja, vielleicht ein Kommentar noch zu den negativen Ausprägungen, die wir dieser Wolke gesehen haben, was das Lieferkettengesetz bei Unternehmen bewirkt. Ich bin ja auch völlig d'accord zu sagen, schön wäre es gewesen, wenn das freiwillig passiert wäre. Das wäre der bessere Antrieb gewesen zur Veränderung, als wenn es über Gesetze läuft. Aber am Ende des Tages wird jetzt eine Wirtschaft, ich möchte fast sagen, gesetzlich gezwungen, in die Veränderung zu gehen. Und Veränderung per se bedingt immer ein Verlassen der Komfortzone und damit auch ein bisschen Angstwahrnehmung. Von daher ist mir schon ganz klar, dass diese Wolke sehr, sehr negativ geprägt ist und überrascht mich nicht groß. Auf der anderen Seite umso schöner, auch mal die Diskussion zu führen, welche Chancen da drin stehen. Wie von Ihnen angesprochen, Herr Wellbrock, der Gedanke gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt auf unser Unternehmen wieder schaue und sage, what's in for us? Ja, für mich ist ganz klar, wir schaffen endlich eine Wettbewerbsgleichheit her, zumindest innerhalb der EU. Schön wäre es, wenn das Lieferkettengesetz global gelten würde. Innerhalb der EU zumindest schaffen wir jetzt eine Gleichheit her, eine Wettbewerbsgleichheit. Und ich sehe das persönlich relativ entspannt, weil wir, wie gesagt, als Unternehmen seit Jahrzehnten in diese Richtung arbeiten, in diese Richtung wirken. Und das Einzige, was für uns jetzt noch additiv dazukommt, ist im Grunde genommen noch mehr Dokumentation, noch mehr vielleicht Bürokratie. Das werden wir alles erfahren in den nächsten Monaten. Aber am Ende des Tages, inhaltlich, ändert sich für uns gar nicht mehr so viel. Und die Dokumentation darüber oder die Präsentation des Getanen, des Geleisteten, die haben wir vielleicht nicht in diesen strikten Vorgaben gemacht, die jetzt ein Gesetz erfordert. Aber die ist natürlich auf Konsumenten- und Verbraucherebene jederzeit durch uns irgendwo nachweisbar gewesen. Sonst hätten wir nicht dieses Image, was wir jetzt haben. Und sicherlich, da bin ich genau bei Ihnen, der Aufwand der Dokumentation, Bürokratie, der wird kommen. Und mein Wunsch ist einfach nur, dass er nicht überhand nimmt. Also nicht, dass wir einen Bürokratietiger haben, der jegliche Inhalte erstickt, sondern der Fokus sollte auf den Inhalten liegen und auf den Vorteilen dieser Inhalte. Mhm. Frau Hoffmann, im Vergleich zu dem Entwurf, der ursprünglich auf dem Tisch lag, ist da ja sehr viel rausgestrichen worden aus dem Gesetz, insbesondere was die Sanktionsmechanismen angeht. Geht das denn aus Ihrer Sicht jetzt noch weit genug? Bringt das überhaupt was? Also genau, Sie hatten es ja schon gesagt, ne? Wir als Zivilgesellschaft haben natürlich noch viele weitere Aspekte gefordert. Zum einen eben den Punkt der zivilrechtlichen Haftung, aber auch vor allem im Umweltbereich. Ich arbeite neben fairen Handel auch zu mineralischen Rohstoffen und da sind die Umweltaspekte sehr, sehr zentral. Die sind nicht in der Form drin, wie wir uns das gewünscht hätten und hoffen nun auf die EU-Ebene. Um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, ja, also ich denke, dass wir ein Lieferkettengesetz in Deutschland bekommen haben, ist ein starkes und ein sehr, sehr wichtiges Zeichen auch für die EU. Denn der Umkehrschluss wäre gewesen, dass es nicht mehr in der letzten Legislaturperiode durchgebracht worden wäre und das wäre, glaube ich, für die europäische Diskussion nicht dienlich gewesen, weil Deutschland einfach einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Und wie gesagt, wir hoffen, dass das europäische Gesetz stärker wird. Dann gibt es ein Level Playing Field auf EU-Ebene und es hat auch Ausstrahlkraft. Also wir sind ja auch mit unseren PartnerInnen im globalen Süden im Gespräch und deren Regierungen haben das sehr wohl auch wahrgenommen, dass es dieses Gesetz gibt. Und es wird auch von unseren Partnern nun gemonitort, welche Unternehmen aus Deutschland und aus EU, aus der EU halt unter das Lieferkettengesetz fallen. Und um noch auf einen Punkt auch noch einzugehen, ich glaube, und das hat Herr Will auch deutlich gemacht, ich glaube, die Unternehmen, die halt die Vorreiter sind und die schon was tun, die sind diesem Paradigmenwechsel, der sich ja jetzt auch, der sich ja gerade abzeichnet, weg von Freiwilligkeit zu verbindlichen Spielregeln bezüglich Menschenrechten und Umweltschutz, haben eben diese Unternehmen, die sich schon damit auseinandergesetzt haben, nun einen Vorteil und geraten nicht in komplette Panik, weil sie sich damit schon auseinandergesetzt haben. Und als letzten Punkt noch, wegen Bürokratisierung, ja, also ich sehe das auch. Das sind sie natürlich mehr Praktiker, dass sie genau wissen, was auf sie zukommt. Aber ich denke, Qualitätsstandards
können auch eingehalten werden. Also wenn eine Schraube rostet bei irgendeinem Autobauer, dann muss man ja auch die Lieferkette rückverfolgen und wissen, wo denn der Fehler liegt. Und bei Menschenrechten muss das doch eigentlich genauso möglich sein. Und deswegen nochmal das Plädoyer dafür, dass es ein zentraler Punkt ist und wir auf eine starke EU-Regulierung hoffen. Genau, also ich sehe noch nicht viele Zuschauerfragen, deswegen frage ich einfach mal weiter. Herr Wellbrock, wenn wir sagen, das Gesetz ist der richtige Weg, um den Lebensmitteleinzelhandel sozusagen großflächig auf dem Pfad der Tugend zu bewegen, können Unternehmen das denn realistischerweise leisten, was da gefordert ist, über die gesamte Lieferkette Transparenz herzustellen und auch Verantwortung dafür zu übernehmen? Oder ist jetzt zu erwarten, dass in großem Maße welche die Insolvenz anmelden müssen wegen des großen Aufwandes? Also meine Meinung ist dazu, es ist noch ziemlich viel offen in dem ganzen Thema. Ich sage gerade jetzt im nächsten Jahr 2022 wird sich da noch ganz, ganz viel tun, gerade auf der Dienstleisterseite. Ich glaube, einer der ganz wichtigen Punkte ist, dass wir Richtung Zertifizierungen auch denken. Wie kann ich denn Lieferkettentreue exemplarisch auch zertifizieren? Ist ja immer wieder die SA 8000 im Spiel exemplarisch. Und ich glaube, sowas sind Erleichterungen oder es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, gibt es eine Black-White-List, die dann eben auch von Bundesebene exemplarisch vorgegeben werden müsste. Also es gibt sehr viele Themen, die auf den Tisch kommen. Ich muss Verantwortlichkeiten klar festlegen. Ich muss wirklich mal in die Risikoanalyse rein, was ich aber eigentlich auch schon irgendwie gemacht haben hätte sollen vorher, ehrlich gesagt. Ich brauche Risikomanagement präventiv und wie ich auf einzelne Teile auch eingehe. Ich brauche ein richtiges Beschwerdemanagement, auch eben auf der Sublieferantenebene. Das sind schon Themen, aber ich denke, man kann es durchaus realisieren. Und es gibt ja auch immer noch diesen Ausweg für die Unternehmen, der drin ist. Es muss ja alles auch zumutbar sein. Das ist ja ein Punkt, den darf man auch nicht vergessen. Wenn ich als Unternehmen jetzt für meinen Konferenzsaal irgendwie 3 Stühle beschaffe, dann bin ich hier nicht unbedingt durchschlagbar und dann wird mir hier keiner einen Strick draus machen, sondern ich kann ja schon mit ABC-Analysen auch vorgehen, schauen, wer sind meine Key-Lieferanten, meine Key-Wargruppen und da erstmal im Detail reinsteigen. Und dann, wie gesagt, setzen ja sehr viele auch auf Dienstleister eben dann, die dann die Transparenz eben sicherstellen können. Und so die ersten Eindrücke, die ich mitbekommen ist, wenn man sagt, so ab 10.000 ungefähr Warengruppenbeziehungen, 10.000, dann könnten diese Dienstleister auch Sinn machen, weil wir da natürlich sehr, sehr hohe Kosten auch mit verbunden haben. Also es ist schon machbar und es muss einfach auch passieren. Das ist meine ganz klare Meinung. Es gibt keine Alternative, das muss klar sein. Ich will kein Produkt oder ich will keine Wertschöpfung irgendwo erlauben, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden. Das darf einfach nicht sein. Und wer das nicht machen kann, der hat dann auch keine Berechtigung, am Markt zu existieren. Das sage ich wirklich ganz, ganz klar, weil das darf einfach nicht sein. Und vielleicht noch eins davor kurz. Vorrednerin hat es ja auch gesagt, was ich auch sehr, sehr schade finde, ist genau der Punkt mit Umwelt. Dass Umwelt hier eben außen vor bleibt, dass wir sagen, Umweltaspekte nur, wenn sie selbst zu Menschenrechtsverletzungen auch führen. Warum macht man nicht beides denn gleich zusammen? Umwelt ist ja genauso der Nachhaltigkeitsteil. Und wenn ich einmal ein Bürokratie-Monster in Anführungszeichen habe, was ich erstmal einspielen muss, warum nicht gleich beide Seiten? Wenn ich über Zertifizierung SA 8000 nachdenke, kann ich auch die 14001 mit reinnehmen und so weiter. Da hätte man zwei Bereiche, hätte man sich deutlich leichter getan. Wie wenn wir jetzt eben nur den sozialen Bereich anschauen und dann kommt vielleicht das EU-Gesetz, wo ja ein Gespräch ist, dass Umweltaspekte klar dabei sind, dann haben wir das ja eigentlich nochmal alles. Das finde ich einfach so ein bisschen nicht gerade effizient, was ja für einen BWLer auch nicht ganz unwichtig ist. Also ich glaube, es ist viel zu tun, man kann es aber hinkriegen und zumutbar muss es sein, es ist auch gerechtfertigt, es muss eine Durchschlagskraft geben, aber die Unternehmen müssen sich spurten. 2022 wird sehr, sehr, sehr spannend, was dort noch alles auf den Markt kommt. Genau. Ja, Herr Wirz, ich hatte das Gefühl, Sie wollten dazu auch was sagen. Ist das richtig? Wir hören Sie nicht. Ja, ich wollte auch schon was dazu sagen, gerade zu Herrn Wellbrock auch und auch zu Herrn Will, was das Positive vielleicht an dem Lieferkettengesetz ist. Zwar stimmt es, dass der Dokumentationsaufwand höher wird, aber für gute Unternehmen
ist es ja vor allen Dingen dann hilfreich, wenn ich mir, ob es jetzt nun die Zertifizierungssysteme sind, die es gibt von nachhaltigen Unternehmenszertifizierungen hingehe. Ich habe auf der einen Seite, ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, wenn wir den WeCare-Standard letztendlich nehmen, ereignet sich vor allen Dingen mit seinen Kriterien dazu, dass ich ein entsprechendes Managementsystem für meinen eigenen Betrieb vernünftig aufbaue. Und so damit dann auch schon einen Schritt vorweg die Anforderung, ob es jetzt EU oder auch Deutschland das Lieferkettengesetz betrifft, ich letztendlich dort konform handeln kann. Und ein zweites ist, wenn ich, das war ja auch eine Forderung von Herrn Wellbrock, wenn es um Zertifizierungen geht, die man nehmen muss, mit der Zertifizierung bin ich automatisch eigentlich gezwungen, eine kontinuierliche Verbesserung jedes Jahr letztendlich vorzunehmen, um mein Unternehmen entweder auf die Anforderungen der Zertifizierungsstelle vorzubereiten oder aber auch selber die entsprechenden Ziele, die man sich gesetzt hat, quasi auch über das Qualitätsmanagement und die Qualität der einzelnen Bereiche eines Managementsystems ständig verbessere. Und dieses hilft, denke ich, sehr enorm weiter. Und es ist zwar im deutschen Liefergesetz die Umweltaspekte nicht deutlich gesagt worden, nur im Zusammenhang, wenn es eben, wie Sie gesagt haben, Menschenrechte betrifft. Aber auf EU-Ebene werden wir das Thema Umwelt auf jeden Fall bekommen. So oder so, unabhängig davon, was in Glasgow jetzt entschieden wird, werden wir dieses Thema so oder so in die Lieferkette mit einbauen müssen. Und als Unternehmen, ob Hersteller oder Handel, habe ich eigentlich den besten Hebel, das entsprechend zu machen. Das ist doch ein sehr schöner und auch sehr konstruktiver Schlussgedanke. Zuschauerfragen haben wir keine. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht alle Fragen gestellt habe, die die Zuschauer gehabt hätten. Ich finde, in der Diskussion ist ja deutlich geworden, also ich hoffe, wir haben es geschafft, ein wenig Aufbruchstimmung zu erzeugen für das Thema Nachhaltigkeit. Wir werden da sicherlich im nächsten Jahr zum Thema Lieferkettengesetz noch viele Diskussionen führen und viele Konkretisierungen erfahren. Vielleicht wird im Branchendialog nächstes Jahr ist auch nochmal Thema sein, wenn man schon ein bisschen klarer sehen kann, was da jetzt tatsächlich kommt und wie eben diese ganzen Zertifizierungen vor sich gehen werden. Ich würde mich freuen, da weiter am Ball zu bleiben und hoffe, Sie, liebe Zuschauer, bleiben auch am Ball. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen vier Panelisten, die sowohl die übergeordnete Ebene der Veränderung des Wirtschaftssystems, aber auch die ganz praktischen Themen einmal im Schweinsgalopp mit mir durchdiskutiert haben. Wir werden da natürlich nie alles erschlagen können, aber ich glaube, das ist jetzt schon einfach etwas transparenter geworden, wo wir stehen und wo wir uns hinbewegen müssen. Und es ist auch deutlich geworden, dass es vielleicht diese Zurückhaltung, die momentan noch besteht, der Praktiker vielleicht ein Stück weit sich dann, wenn die Dinge eben konkreter werden, auch in Aufbruchsstimmung verwandeln könnte. Ich danke auch Ihnen an den Bildschirmen, dass Sie unserer Diskussion beigewohnt haben. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass der Branchendialog natürlich morgen weitergeht. Wir haben um 9.15 Uhr den sehr interessanten Vortrag von Frau Professor Pittel zum Thema Herausforderungen der Energie- und Klimapolitik. Auf jeden Fall ein Tipp, sich das anzuschauen. Dann haben wir um 10.30 Uhr das Panel zum Thema Bauwirtschaft und um 12 Uhr sind die Dienstleistungen noch dran. Und wenn noch Fragen offen geblieben sind oder Sie sich noch untereinander austauschen wollen, möchte ich auch noch mal auf unsere virtuelle Kaffeepause hinweisen, die jetzt direkt im Anschluss hier an dieses Panel auf Wonder stattfinden wird. Vielen Dank.